Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Vorab natürlich wie immer die Info. Ich denke mal, die meisten wissen es sowieso schon, aber ich sage es trotzdem nochmal. Dienstag 19.30 Uhr Livestream. Es wird absolut wild, also wisst ihr Bescheid, Dienstag 19.30 Uhr gibt es den nächsten wilden Livestream. Genau, Freunde. Heute möchte ich mal mit euch über FIFA Mobile allgemein reden. Das haben ja auch schon die ein oder anderen YouTuber gemacht, unter anderem Sky Schlacht, die hat ja auch schon ein bisschen darüber geredet. Das wollte ich halt auch mal darüber reden, weil so langsam merke ich es mir auch an, keine Ahnung, wie soll ich sagen, es wird langweiliger, okay, gut, das ist bei den meisten, denke ich, auch so, aber das größere Thema ist eher für mich der Content von FIFA Mobile 21, weil ich bin ja Content Creator, ich mache ja Videos für euch und ich brauche halt Content, um halt Videos zu machen. Und da fehlt mir halt aktuell mehr Content von FIFA Mobile, so an sich, wisst ihr, was ich meine? Also ich komme in FIFA Mobile rein, ich mache meine Skillspiele. Ja, und dann frage ich mich, was kann ich für ein Video aufnehmen, weil es gibt ja jetzt nichts Großartiges in FIFA Mobile 21 aktuell. Klar kann man auch ein bisschen verstehen, EA arbeitet jetzt, denke ich mal, mit Hochdruck an FIFA Mobile 22. Da haben die jetzt irgendwie gerade keinen Kopf für FIFA Mobile 21. Dann kommt jetzt auch noch bald die Weihnachtszeit. Ja, Freunde, also was soll ich sagen? Ich habe aktuell halt wenig Content zur Verfügung. Ich weiß meistens einfach nicht, was ich für Videos machen soll. Auch heute zum Beispiel mache ich jetzt das Video, weil ich jetzt einfach nicht genau weiß, was ich halt machen soll, Freunde. Ich denke mal, die Leute, die auch YouTuber sind, so Schlacht, die Sky, die verstehen das, glaube ich, was ich meine. Wie gesagt, mir macht FIFA Mobile an sich noch Spaß. So ist es ja nicht. Ich spiele auch täglich, ich mache meine Skillspiele. Ich mache gleich nochmal ein paar Wars-Angriffspiele. Aber ja, für Videos ist es einfach, wie soll ich sagen, zu wenig an Content hier in FIFA Mobile 21. Ich mache jetzt am Dienstag gibt es noch ein Livestream, Freunde, da habe ich ja extra alles aufgespart, das wird auf jeden Fall nochmal geil. Aber sonst, keine Ahnung, gibt es halt wirklich gar nichts. Weil wenn wir mal gucken, Preseason, Freeze-Event, wie gesagt, spiele ich täglich halt die Skillspiele privat, das brauche ich nicht in der Folge zu machen. Weil, was soll ich dann in den Titel schreiben? Wir spielen Skillspiel oder was, das ist ja auch langweilig. Packs kann ich ja, also werde ich ja sowieso nicht öffnen, weil ich das ja alles im Livestream machen möchte. Also hier Winterdorf Nacht oder Schneeball Vorrat werde ich ja alles im Livestream machen. Oder auch die Bale SBCs möchte ich auch im Livestream machen. Das heißt, das fällt ja auch schon mal weg. Und an sich bietet das Preseason Freeze-Event dann halt auch nicht mehr viel. Im Shop gibt es halt keine Packs zum Öffnen. Die Erling Haaland Packs habe ich ja schon geöffnet. Was soll ich sagen? Also es gibt ja wenig, Freunde, es gibt ja wenig Content für mich zum Produzieren. Ich weiß ja wirklich manchmal nicht, was ich für ein Video hochladen soll. Mal gucken, Freunde, wenn ich morgen, ich sag's so wie es ist, morgen ist ja Montag, wenn ich morgen eine Videoidee habe für euch, dann werde ich ein Video hochladen. Wenn ich halt keine Videoidee habe, dann kommt halt morgen kein Video, nur damit ihr mal Bescheid wisst, weil, wie gesagt, mir fehlt einfach, der Content hier in FIFA Mobile. Mir fehlt einfach der Content. An sich macht es ja noch Spaß, FIFA Mobile, weil, ihr müsst mal so sehen, das Preseason-Event ist eigentlich nochmal so ein schönes Event, wo man nochmal richtig reinzocken, suchten kann. Weil man kriegt halt viele Jetzt- und Später-Punkte für FIFA Mobile 22. Und das ist eigentlich ganz geil. Das heißt, das Event gibt nochmal einen schönen Reiz zum Zocken. So, aber halt die Leute, wie gesagt, wie ich ja schon gesagt habe, die halt Content dadurch produzieren, die haben halt wenig zur Verfügung gestellt bekommen von ihr jetzt aktuell. Wie gesagt, es gibt wenig Packs. Klar, die Packs, die ich öffnen konnte, werde ich dann im Livestream machen. Ja, okay. Also, da kann man vielleicht ein bisschen sich drüber streiten. Aber wie gesagt, das möchte ich ja mit euch im Livestream dann zusammen machen, Chatbacks und so. Und jetzt so allein, wie gesagt, Ronaldinho-Event habe ich schon abgeschlossen, Hullet habe ich ja nie angefangen gefühlt, Beckham habe ich schon durch, Icons Volltreffer kriege ich, glaube ich, keine Icon mehr. Ja, mein Retro-Team brauche ich auch nicht spielen und SBCs auch nicht mehr, brauche ich auch nicht mehr. Also, was soll ich euch sagen, Freunde? Es ist halt wirklich für mich als YouTuber, als Content-Creator schwer, Videos zu produzieren, Videos-Idee zu kreieren. Ich habe jetzt mir in den letzten Tagen nochmal ein komplett neues Video hier einfallen lassen. Oder besser gesagt, ich hatte eine neue Videoidee. Hat nichts mit FIFA Mobile zu tun. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Da kommt auf jeden Fall auch was auf euch zu. Es wird richtig geil. Es ist mal was wirklich komplett Neues, Freunde. Kein FIFA, also kein FIFA auf der Konsole, kein FIFA Mobile, sondern was komplett Neues. Also es ist auch kein Spiel, Freunde. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Da kommt das Video, denke ich mal, die nächsten Tagen online. Auch nochmal eine geile Sache, aber
ja, ansonsten, was soll ich sagen, ist halt wenig, habe ich halt wenig Videoideen. Ich weiß halt wirklich, ich gehe in FIFA Mobile rein, spiele meine Sachen und dann überlege ich mir, ja, was kann ich jetzt für ein Video aufnehmen? Ja, da fällt mir meistens nichts ein. Lewandowski bekomme ich in ein paar Tagen erst, keine Ahnung, dauert noch ein bisschen. Das heißt, das fällt ja auch erstmal weg. Ja, Team-Upgrade, habe ich ja gesagt, werde ich erst machen, wenn ich halt so meine Hauptspieler alle habe. Also Barella, Stones, Levy, Robertson. Ja, Freunde, also ich denke immer, also ich hoffe, dass ihr es vielleicht nachvollziehen könnt. Ich weiß, ihr seid jetzt halt nicht so in der Lage wie ich, aber ich denke mal halt, die YouTuber können es auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ja, Freunde, also wie gesagt, wenn morgen halt kein Video kommt, wisst ihr warum. Die aktuelle Lage. Also wie gesagt, ich sag's nochmal, das ist der Spaßfaktor für mich in FIFA Mobile 21. Das habe ich vielleicht am Anfang ein bisschen falsch gesagt, aber der Spaßfaktor für mich für FIFA Mobile 21 ist eigentlich noch da. Habe ich ja auch gerade eben schon gesagt, wegen jetzt und später Spieler und so. Aber es geht halt mehr um den Content von FIFA Mobile 21. EA bietet halt wenig Content für uns als YouTuber. Und ja, ich kann halt auch keine Videoidee kreieren. Und ich kann ja mir auch noch nicht irgendwas aus dem Ärmel zaubern, keine Ahnung. Ja, Freunde, also wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt es so teilweise nachvollziehen. Wie gesagt, wenn morgen kein Video kommt, wisst ihr warum. Aber ich versuche es natürlich. Ich versuche natürlich täglich abzuladen. Mal gucken, wie es über die Weihnachtszeit ist. Freunde, nächste Woche ist ja Weihnachten. Mal gucken, wie es da ist. Aber ich denke mal, da wird EA wieder neue Packs raushauen, also damit ich da ein bisschen was über Weihnachten für euch rausballern kann. Ansonsten, Freunde, wenn wir uns morgen nicht sehen, sehen wir uns auf jeden Fall am Dienstag im Livestream wieder. Das wird auf jeden Fall eine geile Angelegenheit. Ich hoffe, ihr seid alle da am Start. Wir werden, wie gesagt, viele, viele, viele Packs öffnen. Wir werden uns die ersten jetzt und später Spiele abholen. Es wird wild, Freunde. Also schaltet da unbedingt ein. Wir sehen uns. Bis dahin, Freunde. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Würde mich freuen. Und ja, bis dahin, Freunde. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.